Eine Leiche am Strand der Insel Lesbos. Der Mann war geflohen aus Afghanistan. Er kam von der türkischen Küste und wollte nach Griechenland. Mehr als 100 Tote wurden hier angeschwemmt, in nur einem Jahr. Was geschieht hier an der Südgrenze Europas? Eine Spurensuche. Diese Videobilder wurden uns zugespielt. Ein Einsatz der griechischen Küstenwache. Hey, hey, you! Don't make a move, I kill you! Don't make a move! Hands up! Everybody hands up! Everybody hands up! Everybody! Hey! Everybody stay on the boat! Everybody stay on the boat! Szenen auf See wie diese waren niemals zuvor im Fernsehen zu sehen. Yorgos Kosmopoulos fährt mit uns am Strand von Lesbos entlang. Tagsüber baden hier Touristen. Nachts schwemmen Leichen an. Yorgos und sein Team haben für Amnesty International 80 Zeugenaussagen aufgenommen. Die Flüchtlinge berichten ihm, wie sie von der griechischen Küstenwache direkt zurück in die Türkei geschickt wurden. Asyl gibt es dort drüben nicht. Also hier sieht man die türkische Küste. Sehen Sie, wie nah die ist. Und diese kleine Distanz von der Türkei nach Griechenland kann alles für diese Menschen bedeuten. Sicherheit, Schutz, eine neue Hoffnung für die Zukunft, also sehr schrecklichen Situationen zu entkommen. Aber die Flüchtlinge würden systematisch in die Türkei zurückgeschoben, ohne jede Chance auf Asyl. Die griechische Küstenwache hat die Boote gestoppt, das Benzin weggenommen, ihre Sachen und hat sie misshandelt. Oft haben wir gehört, dass die Leute grundlos geschlagen wurden und dann wurden sie in die Türkei zurückgeschickt. Wieder ein zugespieltes Video. Die Küstenwache hat auf ein Boot geschossen. Der Motor ist getroffen. Ein Schlag. Tritte gegen die Flüchtlinge. Die Waffe im Anschlag. Dann sind sie an Bord der Küstenwache. Jetzt werden sie nach Lesbos gefahren. Dort erwarten sie Verhöre. Die meisten kommen aus Syrien, Afghanistan, Somalia, flohen vor Krieg und Verfolgung. Doch die griechischen Beamten betrachten sie nicht als Verfolgte, sondern als illegale Einwanderer. Die Küstenwache lässt uns nicht auf ihre Schiffe. Alle Einzelheiten der Einsätze seien geheim, sagt uns Leutnant Zofiadelis. Über die Abläufe dürfe er deshalb nicht sprechen. Aber eines möchte er uns sagen. Wir haben unsere Ziele und Pflichten zu erfüllen, Leute aus dem Meer zu retten und die abzufangen, die versuchen, illegal hierher zu kommen. Und wir befolgen die Befehle vom Hauptquartier von unserer Regierung. Das ist etwas, was mit Politik zu tun hat. Ihn hat die Küstenwache gerettet. Abdullah Yusuf aus Somalia kam in einer Nacht im April nach Lesbos. Sein Schlauchboot war mit 42 Menschen hoffnungslos überladen. Die Küstenwache kam und sie hatten Angst, zurück in die Türkei zu müssen. Nur wer im Wasser liegt, muss gerettet werden. Deshalb schlitzte einer das Boot auf. Doch die Küstenwache ließ kein Rettungsboot zu Wasser. Abdullah schwamm um sein Leben. Sie sagten mir, komm ans Heck. Und plötzlich, genau als ich am Heck war, nicht eine Minute später, sondern genau in dem Moment, warfen sie den Motor wieder an. Er erzählt uns, die Schiffsschraube habe ihm mehrfach die Beine gebrochen. Schwer verletzt zogen sie ihn an Deck. Haben sie ihnen dann auf dem Schiff geholfen? Nein, sie legten mich auf das Deck. Ich bat um Hilfe, weil ich so blutete und meine Kleider nass waren. Mir war kalt und ich bat um eine Decke. Aber eine Decke habe er nicht bekommen, nur Verhörfragen. Die Hilfsorganisation Ärzte der Welt versorgt die Flüchtlinge, die auf Lesbos ankommen, mit den nötigsten Medikamenten. Viel Schmerzmittel, Antibiotika und auch Medikamente für Schwangere. Ja, es kommen viele schwangere Frauen an. Im 8. Monat, im 7. Monat, manchmal im 9. Monat. Das ist erschreckend für uns. Yorgos Kosmopoulos fährt mit uns weiter an der Küste von Lesbos entlang.
die Boote, sagt er, kommen meistens in den frühen Morgenstunden an. Wir müssen hier runter. Die Türkei ist gerade da drüben ganz nah. Man könnte meinen, man kann rüberschwimmen, aber die Strömung ist ganz schön stark. Es wird ein bisschen windig. Und wenn es am Abend windig ist, kommt keiner an. Die Boote sind sehr klein. Die Motoren sind nicht besonders stark. Es ist sowieso schon gefährlich, aber bei stürmischer See oder schlechtem Wetter ist die Überfahrt praktisch unmöglich. Er nimmt uns mit zu einem Treffen von Amnesty International. Auf einem Campingplatz diskutieren hier Aktivisten aus ganz Europa eine Woche lang, wie sie auf die Situation der Bootsflüchtlinge aufmerksam machen können. Gerade planen sie eine Veranstaltung auf der Insel, um die Bewohner zu sensibilisieren. Jorgos geht mit einer schwedischen Bloggerin nochmals die Fakten durch, beantwortet geduldig alle Fragen. Haft bis zu 18 Monate und das entspricht EU-Recht? Ja. Im Camp treffen wir auch Ahmed Musa. Er kommt aus Somalia. Seit seinem 8. Lebensjahr lebt er in einem überfüllten Flüchtlingslager im Jemen. Dann brach er auf nach Europa. Jetzt hat er Asyl in Schweden. Du fühlst dich beschämt, wenn du in ein anderes Land gehst und um Asyl bittest. Aber am Ende hast du keine andere Wahl. Was mich angeht, wenn ich in Somalia leben könnte, wäre ich nie in ein anderes Land gegangen, um Asyl zu beantragen. Egal wie reich es ist. Weil als Mensch hast du dann irgendwie das Gefühl, dass deine Würde nicht existiert. Amnesty International erhebt auch gegen die griechische Polizei schwere Vorwürfe. Yorgos Kosmopoulos hat monatelang recherchiert, wie sie am griechisch-türkischen Grenzfluss Evros Flüchtlinge in die Türkei abschieben. In dem Fluss gibt es kleine Inseln. Das ist ein großer Fluss. Dort haben sie die Leute ausgesetzt, mit den Händen auf dem Rücken gefesselt. Stellen Sie sich vor, sie haben die Hände auf dem Rücken gebunden und werden ins Wasser gezwungen. Das ist sehr, sehr gefährlich. Ein weiteres zugespieltes Video. Die griechische Küstenwache stellt in den Morgenstunden ein Boot, das in Richtung türkische Küste fuhr. Die Beamten sind sich sicher. Dieser Mann hat gerade Flüchtlinge nach Griechenland geschleust und war nun auf dem Rückweg. Dem Fluchthelfer droht Gefängnis. Dann bricht das Video ab. Hier kommen die gefangenen Flüchtlinge an. Ein Hafen auf Lesbos. Drei Zelte, zwei Toiletten. Tagelang warten hier schon 11 Menschen aus Syrien und einige aus Afghanistan auf ihren Abtransport. Den Hafen dürfen sie nicht verlassen. Wir Journalisten dürfen nicht rein. Wasser und etwas zu essen bringen ab und zu Anwohner. Dann werden diese drei afghanischen Frauen von der Polizei abgeholt, wie Kriminelle. Und neben dem Hafen grüßt die Freiheitsstatue von Lesbos über das Meer. Dabei ist Europa längst schon zu einer Festung geworden. Und draußen vor den Strandbars, wo Europa endet, liegt die militärische Kontrollzone. Sie haben es geschafft und die Insel an allen Kontrollen vorbei erreicht. Wie Sie kamen auf Lesbos im ersten Halbjahr 1300 Menschen an. Where are you from? Wo kommt ihr her? From Afghanistan. What's your name? Wie heißen Sie? How old are you? Wie alt sind Sie? 21. Ihr Ziel ist es, irgendwo die nötigen Papiere zu beantragen, legal werden, irgendwo bleiben dürfen. Dafür marschieren Sie tagelang, durstig und entkräftet. Die Polizei sucht nach ihnen, den illegalen Einwanderern. Die Beamten patrouillieren in der Altstadt von Athen. Sie kontrollieren gezielt Menschen mit dunkler Hautfarbe. Wer wie dieser Mann keine gültigen Papiere hat, muss mit auf die Wache kommen.
Von dort geht es dann oft direkt in ein Internierungslager. Sweep heißt diese Polizeioperation. Sweep zu Deutsch auskehren. Wir dürfen mit der Kamera dabei sein, weil man zeigen will, dass hier hart durchgegriffen wird. Am Ende kommen alle Flüchtlinge in große Haftanstalten, auch Jugendliche und sogar Kinder. Wir Journalisten dürfen hier nicht rein, Politiker haben noch Zugang. Rebecca Harms, Grünen-Abgeordnete im Europäischen Parlament, geht harten Vorwürfen gegen die Polizei nach. Schon zum zweiten Mal besichtigt sie dieses Vorzeige-Abschiebegefängnis für Minderjährige in Athen. Wo die Eltern sind, weiß keiner. Sie warten auf ihre Abschiebung monatelang, ohne je einen Anwalt zu sehen. Nicht einmal 1% aller Asylbewerber dürfen in Griechenland bleiben. Etwa 50 Minderjährige sitzen hier ein, sagt der Polizeichef und stellt sich den Fragen der Politikerin. Wissen Sie, was sie erwartet? Minderjährige ohne Eltern? An accompanied minor. Asynodefte. Also wir wissen ja nicht, wo ihre Familien sind und sie wissen es ja selber nicht. We don't know where their families are and they don't know where their families are. Wohin werden sie abgeschoben? Dahin, wo sie herkamen. Sie schieben Minderjährige ohne Begleitung ab. Das ist nicht möglich. Solange diese Flüchtlinge nicht zu uns kommen, wird toleriert, dass in einem europäischen Land wie Griechenland Menschenrechte mit Füßen getreten werden. Wir müssen diesen Menschen garantieren, dass wir sie entsprechend der internationalen Menschenrechtsstandards und Konventionen auch behandeln. Und das tun wir im Moment nicht. Die Europäische Union muss einschreiten. Die EU muss neue Wege finden, für diese Menschen Verantwortung zu übernehmen, die Sicherheit in Europa suchen. Der Tote aus Afghanistan wird abtransportiert. Die Leiche kommt zu den anderen, auf einen Friedhof der Insel. Am Rande neben dem Müll hat man sie verscharrt, die toten Flüchtlinge aus dem Meer. Sie sind nur noch Nummern, ihre Namen kennt keiner. Wie viele müssen noch sterben an der Grenze zu Europa?